Machen Sie sich keine Sorgen. Ich passe auf ihn auf. Ciao, Sarah. Ich muss der Zukunft ins Auge sehen. Ruhe sanft. Ein Kind. Ob das hier gestorben ist? Ein Kind. Gesicht. Woher kenne ich den nur? Beeindruckend, ja? Ja. Der Künstler hat seine ausdrucksvolle Pose gut getroffen. Ich würde dich vorstellen, aber er besucht gerade meine Mutter. Sie fühlte sich in jüngster Zeit nicht gut, so brachte sie meinen Vater zur Erholung in die Klinik. Wir sollten jetzt besser gehen, da wir... Jakob? Also ich hab dich hier nicht erwartet. So kurz vor den Prüfungen nächste Woche solltest du doch wohl in der Bibliothek sein. Stattdessen finde ich dich beim Rumgammeln und Zeitverschwenden. Ich bin auf die Prüfung gut vorbereitet, Vater. Brauchst dir keine Sorgen machen. Wird schon gut gehen. Ich möchte dir einen Freund vorstellen. Es wird gut gehen? Gut? Ist das dein Ziel? Ich hab dich ehrgeiziger erzogen. Jeder kann gut abschneiden. Ich will aber, dass du dich beim Examen von den anderen Medizinstudenten abhebst. Du musst fokussiert bleiben, Jakob. Ja, Vater. Hab Bilder vor Augen. Hoch, ein Wasserventil und sowas hinter einem Bild. Ein Radio. Vielleicht kann ich damit Nachrichten von außerhalb hören. Die ganze Welt trauert, nachdem jetzt Kinder sterben, die ursprünglich gut auf das Hope-Medikament reagiert hatten. Eine sechseckige Öffnung an der Rohrverbindung. Na, dann mal schauen, ob das was gebracht hat. Scheint, der rotierende Magnet ist mit dem Steingewicht verbunden. Was soll diese Maschine nur? Das ist unglaublich. Hier sieht's ja aus wie im Schlachthaus.
Verdammt! Komm, lass mich helfen. Ich bin so ein Idiot. Geduldig musst du sein, Max. Lass dich von einem Problem nie beherrschen. Ich war auch nicht von Geburt an so brillant. Glaube ich Ihnen nicht. Doch, meine Experimente haben früher auch nie hingehauen. Aber ich habe nicht aufgegeben und aus Fehlern gelernt. Bist mein bester Schüler, Max. Und du hast das größte Potenzial in deiner Klasse. Nun komm, wir haben noch viel zu tun. Hab Bilder vor Augen. Die lokale Polizei scheint unserem Krankenhaus nicht mehr über den Weg zu trauen. Um sicherzustellen, dass ich meine Forschungen ungestört weiterführen kann, werde ich neue Zahlenkombinationen für das hintere Labor eingeben und die veränderten Versuchsobjekte ins Krematorium bringen, bevor der Kommissar mit seiner Durchsuchung beginnt. Außerdem müssen die Kreidetafeln sauber gewaschen werden, denn auf ihnen ist der verschlüsselte Code für... Herr Doktor, wir haben überall gesucht, aber wir konnten ihn nicht finden. Wie bitte? Zum dritten Mal in dieser Woche? Aber er... ich meine, vielleicht hat er... Spar dir deine Erklärungen, du bist jämmerlich. Ein Mann kann nicht so einfach. Bitte. Nur eine Bitte. Ihr beiden schafft den Alten da raus. Er ist zu schwächlich, um für irgendwas gut zu sein. Und was den vermissten Patienten angeht, ich suche ihn jetzt selbst. Was machen wir mit dem Zeug? Sollten wir dich sauber machen, bevor der Kommissar... Ach was, wir kümmern uns drum, aber erst muss er gefunden werden. Da ist eine Art elektronisches Sicherheitssystem an der Tür. Zu weit weg. Verdammt! Wer würde Menschen nur so abschlachten? Wer würde Menschen nur so abschlachten? Wer würde Menschen nur so abschlachten? Ich habe das Gefühl, in dem Chaos ist irgendwo eine Nachricht versteckt. Liebend gerne würde ich jetzt in einer anderen Haut stecken. Öffne ich die Geheimnisse, die unter der harmlosen Oberfläche stecken, oder habe ich zu viel Angst vor dem, was ich finden mag? Rat ist schwer zu finden, wenn die ganze Last der Welt auf meinen Schultern liegt. Eigentlich bin ich bisher nur ausgetretenen Pfaden gefolgt. Nicht, dass meine Absichten nicht redlich wären, aber gegen diese Welle des Irrsinns fühle ich mich machtlos. Generationen von Medizinern haben einige Resultate erarbeitet, dennoch kann ich mich nicht an diese Methoden halten. Soll die gesamte konservative Lehre doch zum Teufel gehen. Ultimativ ist ein neuer Ansatz vonnöten, sodass ich nun mit einem Skalpell in der Hand und Hoffnung im Herzen absolut jungfräuliches Gebiet betreten werde. Das Gefühl, in dem Chaos ist irgendwo eine Nachricht versteckt.
Grässliche Niederlagen waren die ersten zwei Experimente. Ein bedauerlicher Zufall, dass die Testobjekte meine Gehirnuntersuchungen nicht überlebt haben. Doch was sind schon ein paar Leben im Vergleich zu den möglichen bahnbrechenden Entdeckungen? Nun ist zumindest klar, dass die Wurzel des Irrsinns nicht direkt im Gehirn zu finden ist. Jenseits der ehrwürdigen grauen Zellen muss der Schlüssel liegen. Nur wo? Unendlich viele dunkle Kanäle bietet der menschliche Körper, sodass ich kaum weiß, wo ich beginnen soll. Regelrecht ehrfürchtig will ich an diese großartige Aufgabe gehen. Eine der wichtigsten Tugenden dabei ist nämlich die Geduld. Detaillierte Ergebnisse lassen sich nur mit Ruhe und Disziplin erreichen. Das Gefühl, in dem Chaos ist irgendwo eine Nachricht versteckt. Unglaublich viel Zeit und Nerven habe ich investiert. Reine Verschwendung. Zu nichts bin ich bisher gekommen. Eidechsenschnell scheint die Wurzel des Irrsinns von mir zu entwischen. Vom Muskel in den Knochen und dann zurück in die Festung des Gehirns. Mir immer einen Schritt voraus. Wie kann ich nur Unsichtbares fangen? Ganz nah dran muss ich mich mittlerweile befinden. Trotzdem kann es mir ja nicht ewig entfliehen. Isolieren müsste man das Übel können, denn ganz ohne den Schutz des menschlichen Körpers würde es bestimmt elendig krepieren. Sicher ist das Alter der Testobjekte ein Faktor, weil der Irrsinn ganz offensichtlich im Alter zunimmt. So sehr, dass es fast unmöglich ist, die befallenen Hirnteile von den noch gesunden zu trennen. Der Weg zur Erlösung. Jugend ist der Weg zur Erlösung.
Gott! Da sind Sie ja. Wieder unterwegs gewesen? Sie wissen doch, dass Sie hier nicht reinkommen sollen. Das haben wir doch schon diskutiert. Wenn es Ihnen wieder besser gehen soll, müssen Sie sich auch helfen lassen. Ich weiß, das muss für Sie verwirrend sein, aber diese Arbeit wird so vielen Menschen helfen. Kranken Menschen ohne Hoffnung. Nein! Nein! Beruhigen Sie sich. Sie tun sich nur weh. Diese Gurte können einiges halten.